über Jonessa. Yo, was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden heute einen DNA-Test machen. Und zwar habe ich, jetzt muss ich das einmal kurz holen, ich kann noch gar nicht allzu viel dazu sagen, weil ich habe den DNA-Test noch nicht gemacht. Wir werden das zusammen machen, wir werden dann aber auch natürlich in diesem Video die Ergebnisse bekommen, auswerten und so weiter und so fort. Ich habe mir bei Lykon etwas bestellt. Und zwar den MyDNA-Slim-Test. Da kann man herausfinden, zum Beispiel, also nur über einen Wangenabstrich wohl, ich muss gleich selber mal schauen, ich habe das noch nicht geöffnet, was für ein Stoffwechseltyp man ist. Dann, ich schaue nämlich mal gerade hier, ob man eine genetische Veranlagung zum Jojo-Effekt hat, Übergewicht oder Heißhunger zum Beispiel, ob man eher durch Kraft- oder Ausdauersport Kalorien verbrennt. Man kriegt auch einen Ernährungsplan, der an den eigenen Stoffwechsel angepasst ist. Also das ist richtig cool und wie ihr wisst, ich habe mit meiner Figur und auch meiner Ernährung schon ganz, ganz, ganz viel durch. Und ich mache das jetzt nicht unbedingt, weil ich sage, ich möchte jetzt dadurch total viel abnehmen. Aber ich finde es einfach super interessant, sowas zu wissen. Und wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Körper beispielsweise jetzt Kohlenhydrate nicht so gut verstoffwechselt, kann ich selber natürlich gut darauf achten und das vielleicht ein bisschen reduzieren. Ohne jetzt vielleicht krass diesen Gedanken zu haben, oh mein Gott, ich will jetzt 20 Kilo abnehmen. Sondern einfach nur, um ein bisschen was gut für sich, was Gutes für sich zu tun. Und eben zu wissen, wie der Körper so tickt, was dem Körper gut tut, was dem eben nicht so gut tut. Und das finde ich hervorragend. Der Test ist auf jeden Fall für jeden geeignet, der mehr über seinen Körper erfahren will. Was ja bei mir der Fall ist, das finde ich sehr gut. Und wenn man den Stoffwechsel in Schwung bringen will, ist natürlich auch nicht verkehrt. Viele möchten das. Und wenn man trotz Diäten nicht abnimmt und immer wieder in die Jojo-Falle tappt. Hatte ich auch schon öfter mal. Und ja, deswegen dachte ich mir, wir machen das einfach mal gemeinsam. Schauen da, was dabei rauskommt. Und was ich vielleicht bei meiner Ernährung oder sowas ändern kann. Ne? Was übrigens auch richtig cool ist, ich habe einen Code für euch mitgeschickt bekommen. Der lautet DNA Jonessa 15. Da spart ihr 15% auf alle Tests, Supplements und auch Subscriptions, also könnt ihr für alles dort anwenden. Richtig, richtig cool. Ich packe euch auch mal einen Link dazu in die Infobox. So, und hier steht jetzt auch alles drin, was ich machen muss. Ich drehe das mal nicht um, weil da sind QR-Codes drin. Und ich werde mir jetzt als erstes mal die App runterladen. Und dann erstelle ich mir ein Konto. Und dann geht's los mit dem Test. So, ich habe mich jetzt registriert in der App. Und jetzt sagt er mir, dass ich den Test registrieren muss. Das heißt, wir öffnen das jetzt mal gemeinsam und schauen da mal rein. Also es ist auf jeden Fall so ein großes Paket. Imagine yourself für deine Freunde. Ah ja, okay, gut. Gutschein habe ich euch verlinkt, Gutscheincode. Zack. Anleitung zur Probenentnahme. Das sieht doch schon mal hervorragend aus. Also hier ist auch nochmal eine Anleitung drin. Dann ist hier ein Umschlag drin. Barcode, Sticker und Test-ID. Also das, was wir jetzt brauchen. Also alles sehr übersichtlich. Man kann auch hier schauen, da sind dann alle Sachen, die man dann eben gleich brauchen wird. Okay, ich brauche jetzt das Röhrchen. Da muss ich jetzt nämlich meinen Code draufkleben. So. Wunderbar. Und dann muss ich jetzt noch diesen Anforderungsschein ausfüllen. Das werde ich jetzt auch mal direkt machen. Are you ready? Ich habe alles ausgefüllt. Ich habe den Test registriert. Und jetzt geht es zur Probenentnahme. Also ich darf 30 Minuten vorher nicht essen, trinken, rauchen. Kein Problem, alles ready. Hände habe ich vorher gewaschen. Jetzt nehme ich den Tupfer aus der Verpackung. Das da, also die bauschige Seite darf nur mit der Mundschleimhaut in Kontakt kommen. Habe ich nicht angefasst, kein Problem. Und jetzt entnehme ich die Probe in kreisender Bewegung mit leichtem Druck. Mindestens eine Minute an beiden Wangeninnenseiten. Okay. Okay. Jetzt kommt das in die Flüssigkeit. Jetzt muss ich den Stiel abdrücken. Das ging einfach als gedacht an der markierten Stelle. Dann kommt der Deckel drauf und das Ganze kommt in dieses Röhrchen. Zack. Und jetzt kommt das in das mitgelieferte Umschlägchen. Das kommt da rein. Und dieser Schein, den ich eben ausgefüllt habe, der kommt natürlich auch mit da rein. Und dann war es das auch schon. Dann klebe ich alles zu und das kommt in die Post. Ende. Hier ist übrigens noch so ein Armband dabei. Wie süß. Finde ich geil. Okay, das heißt, das kommt jetzt zur Post. Es kann ungefähr bis zu 30 Tage dauern, bis das Ergebnis da ist. Und dann würde ich sagen,
sehen wir uns wieder, wenn das dann der Fall ist. Hello, da bin ich wieder. Meine Ergebnisse sind da von dem Lykon-DNA-Test. Und das werden wir jetzt mal gemeinsam aufrufen. Ich blende euch das ein. Ich bin so gespannt, was da rauskommt. Ich bin unendlich gespannt. Kurz zur Info, ich habe am 25.03. den Test eingeschickt. Also zumindest steht das hier als Datum. Und die Ergebnisse waren am 29.03. Also es ging doch relativ schnell. Und wir klicken da jetzt einfach mal drauf und schauen, was dabei rauskommt. Also, ich bin Kohlenhydrat-Typ. Das überrascht mich, weil ich habe ja auch ganz oft schon Low Carb gemacht und sowas. Aber scheinbar funktionieren Kohlenhydrate bei mir sehr gut im Vergleich zu Fetten und Eiweiß. Krass. Das überrascht mich. Also mein Kalorienbedarf setzt sich so zusammen aus 65% Kohlenhydraten, 10% Eiweiß und 25% Fett. Das ist richtig heftig. Wir scrollen mal hier weiter runter. Einflussnehmende Faktoren auf deinen Abnehmerfolg. Neigung zu Übergewicht, normal. Neigung zu Hunger, normal. Ja, also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich ultra krass starken Hunger habe oder zu wenig oder so, einfach normal. Neigung zu Jojo-Effekt, normal. Okay. Besonders geeignete Sportarten zur Reduktion deines Körperfettanteils. Sport, Ausdauer. Ja, okay. Und Zeitaufwand gering. Ist das, was ich mache, gering? Ich müsste weniger machen, damit es gering wäre. Ich glaube, bei mir ist so normal. Okay, wir klicken jetzt mal hier auf Ergebnisbericht anzeigen. Okay, oh, das ist ein bisschen klein. Wie liest du den MyDNA Slim Report? Also hier steht es nochmal, dein Stoffwechseltyp, Kohlenhydrattyp, C-Typ. Täglicher Kalorienbedarf, 1472. Insgesamt, achso, da haben wir das nochmal aufgeteilt. Okay, ja. Also im Prinzip nochmal dasselbe wie eben. Dann steht hier was zur Ernährung. Ich habe auch gesehen, irgendwo sind auch Rezepte dabei. Das finde ich auch mega cool. Wie stark ist der Einfluss von Proteinen in Anbetracht einer Gewichtszunahme bei dir? Sehr hoch. Und der Einfluss von Kohlenhydraten ist sehr gering bei mir. Krass, warum ist Protein denn bei mir so, dass ich dazu zunehme. Nach deinem Genotyp haben Proteine einen negativen Einfluss auf deinen Stoffwechsel. Das heißt, die Verstoffwechselung von proteinreichen bzw. proteinhaltigen Nahrungsmitteln ist bei dir weniger gut ausgeprägt. Bereits normale Mengen an Protein, das heißt 1 bis 1,1 Gramm Protein je Kilogramm Körpergewicht als tägliche Empfehlung, werden bei dir schon als Körperfett gespeichert. Man hört doch immer, oh, Protein und Eiweiß ist voll gut, voll gut, voll gut. Krass. Und Fett ist, ja, ist normal bei mir. Wow, krass. Okay, das finde ich sau interessant. Hätte ich niemals gedacht. Also gerade wenn ich jetzt irgendwie eine Diät machen würde, würde ich halt am meisten Proteine essen. Krass. Dein Genotyp verwertet Kohlenhydrate besser und wandelt sie weniger gut in Körperfett um als die anderen Stoffwechseltypen. Dagegen ist die Verstoffwechselung von Fetten leicht negativ und von Proteinen negativ ausgeprägt. Das heißt, diese Nahrungsbestandteile werden etwas schneller in Körperfett umgewandelt. Bei deiner kohlenhydratreichen Ernährung setze besonders auf ballaststoffhaltige Lebensmittel mit einer geringen glykämischen Last. Ich hatte auch mal so eine App, wo man so diesen glykämischen Index ablesen kann. Achte bei deiner Ernährung im Rahmen einer Diät zur Gewichtsreduktion auf einen reduzierten Anteil von Protein- und fettreicher Kost. Jedoch darfst du nicht zu sehr auf Proteine und Fette verzichten, da diese Nährstoffe als Energielieferant für deinen Körper wichtig sind. Beziehe diesen Nährstoffbedarf eher aus fettarmen Milchprodukten, kleinen Portionen fettarmen Fisch oder Fleisch, pflanzlichen Nährmitteln, die gleichzeitig viele Kohlenhydrate und einen etwas geringen Anteil an gesunden Proteinen enthalten. Zum Beispiel Kohlgemüse, weißen Bohnen, Brechbohnen. Und schränke den Verzehr von Nüssen und Samen ein. Nimm eher komplexe Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten in deinen Speiseplan auf und vermeide Weißmehlprodukte. Okay, ja, das ist, weiß ich. Ja, okay, kommen wir hier nochmal zum Übergewicht. Ja, Neigung, das haben wir ja, gut, ist normal. Hunger ist normal und Jojo-Effekt ist auch normal. Gut. Ausdauertyp. Entsprechend deiner genetischen Veranlagung solltest du ausgiebig Ausdauersportarten betreiben und sie eventuell mit einem Intervalltraining kombinieren. Mache ich. Solche Intervalle sollten bei dir jedoch nur eine begrenzte Zeit innerhalb einer Trainingseinheit ausmachen. Ein Nebeneffekt deines Genotyps besteht auch darin, dass es für dich relativ mühsam sein wird, neue Muskulatur aufzubauen. True.
Ein Ziel sollte deshalb vor allem der Erhalt deiner Muskulatur sein. Okay. Dein Körper ist in der Lage, bei sportlicher Betätigung einen hohen Energiebetrag aus deinen Reserven zu mobilisieren. Daher sollte ein regelmäßiges Sportprogramm mit relativ kurzen Trainingseinheiten bei dir bereits zu einem schnellen Abnehmerfolg führen. Okay, ich glaube, hätte ich jetzt kein Lipödem, dann wäre das der Fall. Das ist echt super interessant, wie krass ausführlich das ist. Wow. Meine Ernährungsempfehlung. Okay, Kohlenhydrattyp, ja, das hatten wir. Also ich gehe das jetzt nicht, ich lese nicht alles Punkt für Punkt mit euch durch, weil sonst würden wir, glaube ich, hier wirklich eine Stunde sitzen. Ich schaue mal, dass ich wirklich nur so das Wichtigste herausfilter. Also wir haben hier die guten Proteine, die guten Kohlenhydrate und die guten Fette, die aufgelistet wurden. Dann, hier haben wir nochmal Lebensmittel, die sehr gut verzehrt werden oder halt eben nur mal so ein, zwei Mal pro Woche oder die schlecht geeignet sind. Okay, das finde ich super interessant. Dann haben wir hier Ernährungsvorschläge, was ich am besten essen kann. Finde ich mega cool. Rezepte, das ist ja mega. Also da werde ich mich auf jeden Fall mal in Ruhe dran setzen und werde auch einige von den Rezepten dann mal ausprobieren. Vielleicht auch sogar mal diesen kompletten Ernährungsplan. Das finde ich echt cool. Und dann steht hier nochmal, was da genau gemacht wurde. Das ist ja verrückt, wirklich. Krass, was es da alles für kleine Faktoren gibt. Wahnsinn. Bin ein bisschen geflasht. Also wie gesagt, das mit den Proteinen war mir absolut nicht bewusst. Ich werde da auf jeden Fall in Zukunft mal drauf achten, weil ich bin gerade eher so der Typ, dass ich so denke, ich muss Low Carb essen, ich muss wenig Kohlenhydrate zu mir nehmen. Aber vielleicht werde ich das einfach mal ändern und werde halt normal Kohlenhydrate zu mir nehmen, weniger Fette, weniger Proteine, also nicht zu viele Proteine. Verrückt, wirklich, das ist echt krass. Und das ist so umfangreich. Wow, 65 Seiten. Halleluja. Ja, und dann habe ich hier noch einen Rezepteplan. Ist das dasselbe, was hier drin war? Ich glaube schon. Ja, ich meine schon. Crazy. Also wirklich, wirklich crazy. Super interessant. Mega, mega krass interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Video schon erwähnt habe, aber ich finde wirklich solche Tests mega. Egal, ob ihr jetzt abnehmen wollt oder ob ihr vielleicht einfach mal ein bisschen mehr über euch erfahren wollt, was ihr für Typen seid, jetzt auch gerade mit dem Sport. Ich finde es so interessant. Dann könnt ihr gerne bei Lykon mit meinem Code bestellen. Und zwar DNA Ionessa 15 für 15% Rabatt. Und das gilt auf alle Tests, Supplements und Subscriptions. Also tobt euch da gerne mal aus. Ich verlinke euch natürlich nochmal alles in die Infobox. Und ich muss das jetzt, glaube ich, erstmal sacken lassen. Ich werde mir das später nochmal ganz in Ruhe durchlesen. Ganz, ganz, ganz ausführlich. Und werde das dann auf jeden Fall mal so mit in meinen Tag einbauen. Ich finde das Hammer. Habt ihr schon mal so einen Test gemacht? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich finde sowas so interessant, was man alles einfach nur über den Speichel herausfinden kann. Das ist doch einfach verrückt, oder? Richtig verrückt. Also, das war's auf jeden Fall von diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Schreibt mir gerne mal euer Feedback dazu in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Bye.